Hallo zusammen, moin und willkommen zurück hier from Zero to Hero auf der Mountain Hill. Ja, ich muss mich, glaube ich, am Anfang erst einmal entschuldigen, dass die letzten 5 Folgen irgendwie bei der Aufnahme falsch skaliert gewesen sind und deshalb ihr vielleicht nicht den ganzen Bildausschnitt gesehen habt. Tut mir leid, keine Ahnung, warum das passiert ist. Aber nichtsdestotrotz geht's weiter jetzt. Wir haben gut was gearbeitet in der letzten Woche. Wir haben ja einige neue Maschinen gekauft. Wir haben Felder gekauft. Wir haben Produktion gekauft. Und wir haben immer noch 700.000 Euro auf dem Konto. Also das ist aktuell Wahnsinn. Jetzt müssen wir mal gucken, was ansteht. Also ich weiß, genau, das wollte ich eigentlich machen. Zuckerrüben ernten. Unsere Zuckerrüben sind endlich reif geworden. Das heißt, jetzt muss ich nur mal gucken. Genau, das war Feld 89. Dann lassen wir nämlich den gleich mal losrauschen darunter. 89, da brauchen wir die beiden Abfahrer da vorne dazu. Das heißt, von der 89 zum Rübenschnitzler. 89, wo hatte ich denn das mit reingepackt? Warte mal, habe ich das nicht doch hier oben irgendwo? Ach, da hier Rübenschnitzler, Rüben. So, los geht's. Und du genauso. Müssen wir erstmal gucken, dass alles wieder läuft. Wir sind ja am Ende der letzten Folge noch in den neuen Tag gesprungen. Deswegen gibt es viel zu tun. So, wir fangen jetzt einfach mal vorne an. Wir gucken mal. Der Kollege fährt Diesel zur Düngefabrik. Das ist gut, das ist wichtig. Der steht, Pflüge stehen hier beide. Der Big M steht. Hier wird Wasser zur Gärtnerei gefahren. Wasser. Wasser ist ein gutes Thema. Da werden wir uns, glaube ich, gleich nochmal eine Investition tätigen. Hier wird irgendwie irgendwas angesät. Sonnenblumen. Das ist eine Mission. Das ist unser Europa. Ja. Genau. Der Drescher ist unterwegs zum Sojabohnenfeld. Auf jeden Fall auf die 48 mit den Kollegen hier, mit den Abfahrern dazu. Ach, hier gibt es schon keine Silage mehr. Okay, gut, dann machen wir den erstmal aus. Hier, das ist auch eine Mission. Oh, wir haben Ballenpressmissionen, sehe ich. Das heißt, wir müssen eigentlich den Big M losschicken. So. Genau, hier kommt noch ein bisschen überschüssige Hirse von der letzten Mission. Unser Steinesammler auf dem Zuckerrübenfeld ist voll. Der bringt wieder Steine weg. Sehr schön. Big M. Big M, was haben wir denn für Ballenmissionen da angenommen? Müssen wir uns doch gleich mal angucken. Ballen pressen. Wender, Wender. Silage. Silage. Fangen wir mit der größten Mission an. Feld 91. Feld 91. Ab geht die Post. So, dann brauchen wir dazu die. Ja, die können wir gleich losschicken, aber erstmal die Ballenpresse. Güweil. Feld 91. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, ob wir irgendwo. Oh, guck mal, wir haben eine Düngemission. Lügen haben wir auch 2 Stück. Werden gleich genommen. Auch wenn wir Geld haben, die Kollegen müssen arbeiten. So, wir haben hier einmal die
51 und die 59. 59. Los geht's. Ups. Und die 51. So, und ich möchte, weil wir doch sehr viel Wasser fahren müssen, werden wir uns jetzt eine Sattelkombi mit dem großen Fass kaufen. So, und da kommt na klar wieder, weil wir wirklich gute Erfahrung gemacht haben, ein großer Volvo davor. Als Wasserfahrer machen wir ihn in Lämpenblau. Ja, den Rest können wir alles lassen. Brauchen nicht jetzt groß irgendwelche Geschichten. So. Weil wir werden damit Wasser in die Düngefabrik fahren. Das ist jetzt so der erste Punkt, wo der ran muss. Da müssen wir nur mal gucken, wo wir in der Nähe von der Düngefabrik, die ja hier ist, einen Wasserpunkt haben. Hier, oh, guck mal, der Viehhof. Der Viehhof ist am nächsten. Gut. Ist das auch geklärt? Also lädst du am Viehhof Wasser laden und fährst damit. Ups. Düngefabrik, Produktionen, Düngefabrik, Wasser abladen mit Wasser. Los geht's. So, da ist der auch mal eingestellt und wir gucken mal weiter. Jo, Steinesammler ist wieder auf dem Weg zurück. Oh, hier ist schon alles da. Das heißt, hier kann losgedroschen werden. Solange bis der Regen kommt. Ja, wir haben jetzt zwei Getreidefelder erntereif, die wir wegmachen müssen. Und die Zuckerrüben. So, erster Wegpunkt. Ja, ich glaube, wir lassen es hier einfach auf weich. So, los geht's. Ja, die Abfahrer sind beide da, das ist gut. Könnte das eben der Big M gewesen sein, der da gepiept hat? Oh Gott, wir haben ein. Ah, ne, der hier. Wir haben eindeutig zu viele Fahrzeuge. So. Luke. Ja, gut, das passt ja in der Regel alles, was da eingestellt ist. Los geht's. So, wir können aber jetzt einfach mal so aus Dummdreistigkeit gucken, ob es erntereife Felder gibt. Ja, es sind einige. Ja, wir haben jetzt Geld. Also wir müssen einfach investieren. Weil wir hätten hier irgendwas. Was ist das? Kohl. Ah. Das ist aktuell nicht so mein Ding, aber hier zum Beispiel Dinkel. Ein Dinkelfeld, ein erntereifes. Kostet uns 400.000 Haufen. Wir werden jetzt, wie gesagt, wir müssen investieren. Wir müssen massiv jetzt, wenn wir Geld haben, gleich ausgeben. So dumm es sich anhört. Weil jetzt kommen wir wirklich an den Punkt, wo das Geld anfängt zu sprudeln. So, also das ist der. Ah, guck mal, der Kollege hier ist auch da.
Das heißt, wir können mit der Rübenernte loslegen. Ja, und ich muss mir wirklich bald eine Liste machen, was wir auf welches Feld ansehen wollen, tun, damit wir da nicht irgendwann ins Schleudern kommen. So, der legt los. Guck mal, der ist auch da. Weil ich glaube, das wird... irgendwann wird es unübersichtlich, die ganze Geschichte. Deswegen müssen wir uns da Pläne machen. Ich muss einfach immer durch... haben, um rauszufinden, wer irgendwo gerade wo ist. Guck mal, der ist schon hier angekommen, aber der Big M ist noch nicht da. Das heißt, das dauert noch ein bisschen. Hier kommen wir auch voran. Das heißt, wenn nämlich die Einzelkorn fertig ist, kann die direkt hier weitermachen. Ich weiß gar nicht, haben wir hier schon den Boden soweit vorbereitet gehabt? pH-Wert sieht eigentlich gut aus. Düngen können wir ja erst später. Ja, das sieht gut aus. Ja, guck mal, er hat schon Wasser geladen, weil wir wollen ja die Düngefabrik, zumindest was den Kalk angeht, möglichst durchgängig arbeiten lassen. Sprich, wenn die Steine irgendwann verbraucht sind, das sind jetzt nur 2.500 drin. Ah, Steine, ich wollte den Steinesammler vergrößern. Ah, guck, das habe ich vergessen. Ja gut, ist auch egal. Kommt jetzt ihm Wasser rein, dass er quasi danach, wenn die Steine verbraucht sind, Wasser zu Kalk verarbeitet. Und ich meine, wir haben 42.000 Liter Kalk schon produziert. Das ist ja auch nicht gerade wenig. So, wir haben neue Düngemissionen. Oh, ich kann keine mehr annehmen. Ja, dann muss ich, glaube ich, mal den Düngestreuer gleich losschicken. Aber ich wollte gucken, wir sind jetzt auf die 91. Silageballen zum Viehhändler. Wir nehmen erstmal den da. Und zwar... wäre das dann Feld 91 Ballen zum Viehhändler mit Rundballen 125. Dann fährst du da schon mal hin. Sammeln tust du später. Wir gucken gleich mal, wir haben hier eine neue Funktion inzwischen in Curseplay. Das ist nur interessant. Wir können anzeigen, oder er zeigt uns dann an, wie viele Ballen übrig sind. Gucken wir mal. Er wird vermutlich morgen stattfinden. So. Ach ja, Düngestreuer. Feld 34. Feld 34. Los geht's. So, hier. Ja, guck mal, der hat schon die erste Uhre voll. Genau, Wetter. Wetter ist auch noch wichtig. Wetter, Wetter, Wetter. Wo ist das Wetter? Hä? Da ist das Wetter. Um 8 Uhr soll es regnen. Ja, haben wir noch eine Stunde Zeit zum Dreschen. So, hier sieht es auch gut aus. Wir sind hier auf der 32, sind wir bei 78%. Ja. So, auf einmal ist... Big M ist da. Hallo. Dann raus mit dir. Wir müssen nur mal gucken, ist der auf Spartablage? Ja, ist er. Perfekt. So. Wir wissen ja, bei Ballen fangen wir selbstverständlich auf den Bahnen an. Wir machen mal 4 Vorgewände.
Dann kopieren wir den Kurs, schicken den los. Dann bekommt er nämlich in den Kurs reingeballert. Und schicken den auch direkt los. Wir müssen nur gucken, nicht, dass der... Ah ne, hier geht's los. Hier geht man los. Perfekt. So. Wir checken nochmal zur Sicherheit. 91. Sie laden Ballen, ja. So, Kollegen, auf geht's. Wir könnten mal gucken, kurz. Der hat schon Wasser abgeladen. Cool, funktioniert also. Ja, da werden wir jetzt einfach mal die Düngerfabrik vollfahren, was Wasser angeht. Passen 3 Millionen rein. Ja. Da haben wir ein bisschen was zu tun. So. Big M. Achso, jetzt fängst du da hinten oder machst da hinten weiter. Ich hier war kurzzeitig verwirrt. So, das läuft. Hier. Ja, wie gesagt, dass ich jetzt hier vergessen habe mit dem Steintank, das ist doof. Muss mal gucken. Das muss ich mir aufschreiben, dass ich das gleich für die nächste Folge für die nächste Aufnahmesession im Blick habe. Weil das wird diesmal nur eine kurze Session hier. Wir werden jetzt nur 3 Folgen, glaube ich, werde ich machen. Und die nächste wird dann wieder ein bisschen umfangreicher werden. Weil ich mache es nur so, dass ich bis Sonntag irgendwie Folgen habe oder bis Montag. Dann kann ich nämlich am Sonntag in Ruhe alles aufnehmen für euch. So, guck mal, der ist inzwischen angekommen, aber bei einem Ball, der liegt, werde ich den doch nicht losschicken. So, ja, hier, der will entladen werden. Da höre ich aber auch schon, ja guck mal, da ist der LKW da. Perfekt, perfekt, perfekt. Ja, Missionen laufen. Den können wir noch loslaufen lassen. So, erster Wegpunkt. Das passt alles. Zack, zack, zack. Und los geht's. Wann mal haben wir den? Ah, halt. Die Ausbringmenge auf den minimalsten Wert stellen. Das hätte ich beinahe vergessen. So, hier die Quaderballenpresse. Muss bald ausrücken. Weil wir werden hier das Stroh, was hier vom Feld runterkommt, das werden wir in Ballen pressen. Und werden das nicht mit dem Ladewagen einsammeln, weil das einfach zu lange dauern würde. Ja, aber ich würde sagen, ihr Lieben, das war's schon wieder für heute. Wir sehen uns morgen wieder in alter Frische. 5 Uhr morgens geht's los. Haut rein, ich würde mich freuen. Bis dann, macht's gut und tschüss.